114. Konzert zur Rettung der alten Sternbrücke mit der Band Fake Plastic. Ich möchte euch kurz auf den aktuellen Stand bringen, und zwar folgendes: Das haben die meisten vielleicht schon mitgekriegt von euch, dass wir als Initiative gemeinsam mit Prellbock, die ein Verbandsklagerecht haben, eben eine Klage gegen den Planfeststellungsbescheid eingereicht haben, also damit auch gegen die Baugenehmigung. Und vielleicht habt ihr auch schon mitgekriegt, dass wir haben im gleichen Zug einen Eilantrag eingereicht für einen Baustopp, dass der Anfang Mai abgelehnt wurde. Deshalb sieht man genau das, was hier passiert, was ihr um euch rum seht. Also es wird weiter abgerissen und weiter gebaut. Falls ihr euch fragt, was diese eleganten Metallstützen hier machen, das ist die Kabeltrasse, die sozusagen hinter Reifenhelm anfängt und hier lang führt durch die Eifler Straße bis hinter Somia. Und da werden alle Kabel, die sonst an den Schienen verlaufen, damit der Schienenverkehr, die Stromversorgung für die Schiene und so stattfinden kann, die werden quasi ausgelagert, damit sie hier überhaupt bauen können. Diese Dinge stellen sie jetzt als erstes hier hin, und das wird das Letzte sein, was wieder weicht aus diesem Viertel, nämlich erst dann, wenn komplett die neue Brücke steht. Vor allen Dingen als S-Bahn-Fahrerin oder mit dem Rad hier unterdurch oder bei G20, als wir hier von der Polizei quasi über die Straßen gejagt wurden. In den Clubs war ich nicht so oft, aber ich weiß von euch, von vielen, die hier in den Clubs waren, was dadurch an Verlusten entstanden ist, dass die Clubs, wir sehen da eine riesen Lücke, wir werden bald noch mehr Lücken sehen, dass die Clubs weg sind. Das hat den Senat nicht interessiert. Und was ich wirklich erstaunlich finde, ist, wie eine Verkehrspolitik hier durchgesetzt wird, die eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was wir brauchen. Hinter uns läuft die Stresemannstraße. Die Initiative hat jetzt herausgefunden im Planfeststellungsverfahren, dass die Verbreiterung der Stresemannstraße ungefähr noch mal um die Hälfte geplant wäre, also auf 34 Meter. Stellt euch das bitte mal vor, die hat jetzt teilweise nur 20 Meter Breite. Ich habe wirklich Erinnerungen in den einzelnen Clubs. Das hat mit Menschen zu tun, die mir wichtig sind, mit Musik, mit der Ausdrucksform. Also Musik liebe ich, die Kreiselkonzerte, und dafür schlägt mein Herz so. Und es schlägt ganz schön laut, das habe ich gehört. Weil wir haben hier vor ein oder zwei Jahren, wir waren so oft hier in Aktion, haben wir hier gestanden, und Marlies hat wunderbar vorgestellt, was hier alles wegkommt. Ich werde das nie vergessen. Und vielleicht magst du noch mal das sagen, was noch steht. Und vielleicht magst du auch sagen, warum ihr immer noch weitermacht als Initiative. Weil ich finde ja, niemals aufgeben ist der richtige Ansatz. Ja, danke Heike. Also genau, das war so eine Überlegung, um deutlich zu machen, was hier alles verschwinden wird, habe ich zu ganz anderer Zeit angefangen, auf die Gebäude zu zeigen und zu zeigen, was halt wegkommt. Dahinter Wagenbau und die Kfz-Werkstatt von Butzek, alles weg. Und jetzt guckt ihr die ganze Max-Brauer-Allee lang bis zum Schulterblatt und stellt euch die 60 großen Bäume vor, alle weg. Ich sage jetzt nicht 60 Mal weg, aber genauso wird es sein. Für den einmaligen Transport dieser Monsterbrücke. Aber ich bin noch nicht fertig. Dann weiter den Blick Richtung bunte Häuser. Auch die kommen weg. Und dahinter die Tischlerei. Auch da kommen Teile weg. Ihr seht, es ist echt furchterregend. Aber es ist noch nicht zu Ende. Weil es nämlich so ist, dass diese große Brücke bestellt wurde, weil der Hamburger Senat sich überlegt hat, er möchte unbedingt die Stresemannstraße hier unter der Brücke verbreitern. Auf 26 Meter. Und inzwischen
könnte ich das gar nicht mehr vollständig machen, weil schon so viel weg ist. Also wenn ihr da seht, da wo der Wagenbau war und daneben Butzek, das ist einfach schon mal weg. Das Fundbüro auf der anderen Seite ist schon weg. Hier um die Ecke ist ein Haus weg und geradeaus gegenüber sind zwei Häuser weg, die älter waren als die Brücke selber. Das heißt, viele Dinge sind schon verschwunden, aber es werden auch noch weitere verschwinden. Und zwar alles das, was ihr jetzt direkt unmittelbar um euch herum seht. Die Bar 227, das Künstlerhaus Faktor, dieser große Altbau, der Sterngarten dahinter, die Astra-Stube, die ganzen Unterbauten unter der Brücke, ebenso auf der anderen Seite. Also die Dinge werden auch noch verschwinden. Und wenn ihr euch umdreht und jetzt mal die Max-Brauer-Allee anguckt, alles schön grün, da stehen 45 Alleebäume. Nachdem die Brücke hierher transportiert wurde, von da vorne von der Brammer Fläche, steht kein einziger Alleebaum mehr. Die Brücke ist zu breit und für den einmaligen Transport werden diese alle gefällt. Okay, now something completely different. Ja, ja, das war. Achso, okay. Ja, geht mal lieber in die Wohnung, ja. Okay, ja. Wir werden noch nicht frei miteinander sprechen. Sind die da noch hier? Machst du das einmal kommentieren? Ja, jetzt hat die Hausverwalterin, die eigentlich viel zu früh erschienen ist, wollte erst um 16 Uhr kommen, hat einfach die Polizei alarmiert, weil wir hier mit ein paar Leuten stehen. Das ist einigermaßen lächerlich. So, und jetzt habe ich hier der Einsatzleitung erklärt, um was es geht, aber zwei Beamte sind oben in der Wohnung und lassen sich wahrscheinlich da nochmal erklären. Von einem Anwohner, das ist ganz liebevoll, die Kristallkugel hier uns geschenkt worden. Ja, das ist unser Junimond, der Junimond der Sternbrücke gegen die Monsterbrücke. Nummer 70. Keyboard. 70. Ja, okay. Es ist vorbei, bei Junimond. Es ist
alle gezählt und verflucht. Ich hab jetzt Wochen geraucht und gebetet, hab den Fluss auf und den Atem gesucht. Doch jetzt tut sie mir weh. Gemeinsam Ivo gratuliert, der hat nämlich heute Geburtstag und macht hier seit geraumer Zeit krassen Job. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Ivo, happy birthday to you. Und ein kleines Dankeschön an dich in Form des folgenden Songs. Wir haben mit der Klage auch einen Eilantrag für einen Baustopp eingereicht. Und leider ist es so, dass Anfang diesen Monats der Eilantrag für den Baustopp vom Hamburger Oberverwaltungsgericht abgelehnt wurde. Das führt dazu, das seht ihr vielleicht auch, dass also die Deutsche Bahn jetzt weiter hier bauen und abreißen kann und leider auch denkmalgeschützte Gebäude. Und ich muss euch ehrlich sagen, das war kein schöner, sondern ein wirklich schwieriger Moment. Und wir haben uns gesammelt, wir haben uns besprochen, auch mit Prellbock und den Anwälten. Und die Klage in der Hauptsache läuft weiter und wir machen weiter. Transparenten Lärmschutzwänden, gegen die auch die letzten Vögel knallen und sterben werden und hinter denen sich die Hitze ohne Bäume stauen wird und mit Baumersatzpflanzungen von jungen, kraftlosen Bäumchen in Rissen, weil es hier im Viertel angeblich keinen Platz gibt. Ich weiß, wo es hier Platz für Bäume geben wird, nämlich genau dort, wo sie gefällt wurden. Wenn die Monsterbrücke transportiert und eingesetzt, die Kabelhilfstrasse abgebaut und die Lärmschutzwände errichtet sind, wird ein wahrer Wüstenstreifen zurückbleiben, der begrünt werden möchte. Bis dahin muss um jeden Baum und jede Grünfläche, die es noch zu retten gibt, gekämpft werden. Denn wenn wir es nicht tun, tut es offensichtlich niemand. Danke, Sarah! Willkommen im Club. Auf der A1
Richtung H1 bieg ich beim Südpol ab. An der Insel vorbei mach ich den goldenen Cut. Das Ziel ist die große Freiheit. 36 Stunden Safari Highway Nightlight. Und schon beim Clubhaus funkelt's wie im Paradies. Doch vor dem leeren Docks, da stinkt's nach Pichinies. Also schnell hoch hinaus auf den Hamburger Berg. Von goldenen Handschuhen und schönen Elbschlössern wurden mir erzählt. Doch das, was ich vorfind, ist ein absolutes No-Ho. Da hilft nicht mal das richtige Mojo. Denn scheinbar müssen sich hier alle grün sparen, sodass jeder seinen Penny markt. Es sieht ja nicht mehr wirklich Ritze und Dollhaus, wenn ihr mich fragt. Aber ist doch auch mal wunderbar. Nicht überall Glanz und Gloria. Obwohl da hoch oben auf dem Bunker, ja, da hängt jetzt ein Klunker. Für Investoren ganz begehrlich, doch ich find's übel und gefährlich. Ein neues Gesicht für das Szeneviertel, wie für dich, wenn ich dir deine Zähne viertel. Ach, was soll der Knus, die Schanze springt die Sternbrücke hinab, sodass nur noch eine Sternlücke klafft. Nicht einmal eine verlorene Astra-Stube ist hier noch in Sicht. Wollt im Fundbüro fragen, doch auch das sehe ich nicht. Also statt einen Unfall, den ich im Wagen baue, mache ich mich ab jetzt in der Hauptstadt im Kater blau? Abbruch gibt, soll es zukünftig gerade auch an dieser Stelle hier das Kulturhaus Sternbrücke geben. Ich weiß, viele haben da mitgeredet. Ich weiß auch, dass es viele Leute gibt, die sagen, wir brauchen hier aber irgendetwas. Und ich würde sagen, ja. Aber nicht so, oder? Aber das, ich meine, was war der Auftrag? Bauen Sie etwas, das noch hässlicher ist als die Sternbrücke? Da bleibt dann noch die Spucke weg. Also, ich weiß nicht, das kann es bitteschön nicht sein. Der Typ da übrigens, den man da in der Mitte sieht, unter der Ikea-Tüte, ist mein Sohn Lasse. Der steht an der Bar. Der steht an der Bar, genau. Also, der ist jetzt auch ein bisschen älter schon geworden und nicht mehr nass, er ist trocken. Also, für das rechte Bild haben Vermessungsingenieure den Brückenentwurf, so wie er im Planfeststellungsbeschluss genehmigt worden ist, in ein 3D-Modell eingebaut. Und dann habe ich ein Foto gemacht von der identischen Position wie das Rendering der Bahn. Und dort haben dann die Ingenieure die real werdende Brücke eingebaut. Also was wir bald sehen werden in 2 Jahren, ist das rechte Bild und nicht das linke.
in der Bar 227. Jimi Hendrix hinten, den gibt es noch, also der hat irgendwie noch ein paar Monate Zeit gekriegt. Und wenn ich jetzt umgehe, dann denke ich, wenn man das jetzt mal kärchern würde, die ganzen Kras, ich bin jetzt kein Kärcher-Mensch, ne? Aber wenn ich mir so vorstellen würde, das kärchern, und dann könnte man das doch super auch irgendwie an Hamburg-Tourismus irgendwie verkaufen. Also so, da ist doch, das ist doch, im Prinzip sieht das doch total super aus. Also ich finde es natürlich mit diesem Trash-Charme auch prima, aber ich, also wie gesagt, ein paar. Ja, ein bisschen kärcher und oder sowas hier. Ich meine, wo hast du denn sowas noch in Hamburg, ne? Also das, also bald natürlich hier auch nicht mehr, klar. Genau, jetzt kommen jetzt, das ist jetzt ein Corona-Bild, ein typisches. Sehen wir jetzt gleich, jetzt habe ich so ein paar Bilder mal, ich habe letzten Samstag mal ein paar Bilder gemacht, wie es jetzt aussieht, also mit jetzt meine ich letzten Samstag, seitdem hat sich natürlich auch schon wieder ein bisschen was verändert. Da erkennen wir jetzt hier rechts das Fundbüro, da ein Rot, und das ist jetzt das Fundbüro am Samstag. Jetzt, heute ist es noch viel weiter eingedatscht. Mit ihrer besonderen Charakteristik und Lichtstimmung hat sie die Aura einer Filmkulisse. Und ich glaube, das können viele von uns nachvollziehen. Und könnte auch in London oder Paris stehen. Daher war sie immer wieder Motiv für Künstlerinnen und Künstler, wie es nicht zuletzt dieses Buch dokumentiert. Jetzt kommt auch schon die letzte Seite. Aber was zählen eigentlich diese Werte? Das ist mir jetzt aber besonders wichtig. Was zählen eigentlich diese Werte, wenn ordentliche deutsche VerkehrsplanerInnen und Bauingenieure dort schauen? Sie sehen hier nur ein Stück technische Infrastruktur, das nicht ihren aktuellen Normen entspricht. Sekundiert werden sie von einer grünen Verkehrsbehörde, die es nicht wagt, die autohörige Planung des letzten SPD-Verkehrsstaatsrates, Andreas Rickhoff, habe ich den Namen nicht erwähnt, wieder einzufangen. Überraschenderweise sieht sich selbst das Bezirksamt Altona nicht zuständig, auch wenn hier einer der prägnantesten Stadträume in Altona vernichtet wird. Geschichtliche, kulturelle, städtebauliche und nicht zuletzt ökologische Verluste werden anscheinend schlüsselzuckend in Kauf genommen. Ein Flugzeugträger im Wohngebiet bezeichnete Deutschlandfunk Kultur die überdimensionierte Neubauplanung. So Axel Ströder und auch der Stirnbahnstraße. Das ist jetzt die Stelle, wo Herr Brauer ins Spiel kommt. Herr Brauer war, als er damit anfing, schon 82 Jahre alt, und wie wir sehen, Herr Brauer hat sich einfach so einen Screenshot von seinem Rechner gemacht und hat angefangen, mit Filzstift zu malen, hat sich vor allen Dingen, das ist, glaube ich, jetzt recht prägend schon geworden, dieses Dreibein ausgedacht. Er ist damit zu uns gekommen, wir kennen Herrn Brauer, von ihm stammt auch der Entwurf des Hamburger Flughafens, von dem wir die Tragwerksplanung gemacht haben, und deshalb kam diese Zusammenarbeit zustande. Wir haben angefangen, für ihn ein bisschen zu rechnen, die Dinge ein bisschen zu dimensionieren, ein bisschen zu gucken, was ist sinnhaft. Der Brauer hat ein bisschen weiter gezeichnet. Und das sind alles die Dinge, die da jetzt bei rausgekommen sind. Und endet vor allen Dingen auch in dieser Untersicht der Brücke. Eines muss ganz klar sein, das ist eine Idee, eine. Ob das die beste ist, weiß ich nicht. Aber was es zeigt, ist, dass es eben anders geht. Und genau darauf kommt es an, zu zeigen, dass es eben anders geht. Anders als was, muss man jetzt sagen. Und jetzt kommen wir an so einen Punkt, wo ich sage, gut, schauen wir uns doch mal an, was jetzt in den nächsten Monaten, Jahren hier passieren soll. Das, was wir jetzt sehen, sind die Bauphasen so, wie sie die Deutsche Bahn sich vorstellt und wie sie in den Plänen enthalten sind, die im Netz zu finden sind. Wir haben einmal eine Seitenansicht, da sieht man schon ganz gut, wir reden immer über die Brücke. Aber mit den Kasemattenbauwerken zusammen ist das Gesamtthema viel größer, muss man ganz deutlich sagen. Wir haben einmal eine Draufsicht, wir haben da oben nochmal so einen kleinen Querschnitt. Man muss immer mal versuchen, ein bisschen hinzugucken. Also, der erste Abschnitt heißt tatsächlich, wir brechen erstmal ab. Das, so fängt es bei der Deutschen Bahn tatsächlich an, alles wird abgebrochen. Und der zweite Schritt ist etwas, die Stellen Fertigteilwände neben den Bahndamm. Wenn man sich diese Fertigteilwände mal anguckt, hier oben sieht man die ganz gut, so wie die neben den Bahndamm gestellt werden, dann stellt man schon mal fest, also für sich stehen die da nicht. So
ist das erstmal nur für sich die Wände dahingestellt. Wenn man das getan hat, dann muss man als allererstes die Strecke sperren und man muss in diesen Bereichen, wo man vorher die Fertigteilwände hingestellt hat, den ganzen Oberbau zurückbauen. In dem Bereich werden oben die Gewölbe der Kasematten abgebrochen und die ganzen Kasematten dort in dem Bereich werden verfüllt. Zur gleichen Zeit, wie wir jetzt hier stehen, findet die Bezirksversammlung in Altona statt. Und die Grünen haben heute dort einen dringlichen Antrag in den Bezirk eingebracht. Und dieser Antrag lautet: Wir wollen Teile der Sternbrücke upcyclen. Total modern, grüne Papascheiße. Auf jeden Fall heißt das ganz konkret, sie möchten gerne einzelne Teile der Brücke ausbauen, wie die Geländer und andere Dinge. Möchten die irgendwo zwischenlagern, im Bunker an der Flora und so. Würden die dann gerne später irgendwann rausholen und als Kunst darstellen. In alternativen Projekten wie der Fuchskaserne, die wissen von gar nichts, dem Haus 3, die wissen von gar nichts. Und auch dem Künstlerhaus Faktor. Hä? Teil des Planfeststellungsbeschlusses ist, dass das Künstlerhaus abgerissen wird. Da gibt es einen Vertrag bis Ende des Jahres, wo man sich fragt, wo finden die statt. Aber damit nicht genug. Nein, einzelne Teile sollen auch allen interessierten Bürgern und Bürgerinnen ganz einfach, komplikationslos und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, dass sich jeder ein kleines Teil Sternbrücke auf seinen Kaminsims stellen kann und sie sagen, das ist doch wirklich Umgang mit Denkmalschutz und jetzt hätten sie die geniale Idee, dieses Denkmal zu schützen und etwas zu erhalten. Ich weiß nicht, was euch dazu einfällt. Wenn ich anfangen würde, würde ich die nächste Stunde nicht mehr aufhören. Es ist einfach nur armselig. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ihr alle, also weiß nicht, Social Media, Instagram, Facebook, also Grüne Altona haben da einen Account. Könnt ihr den bitte schreiben, was ihr davon haltet? Altbauten, darunter diverse denkmalgeschützte Gebäude, sollen abgerissen werden. Zum Beispiel die beiden Häuser, wenn ihr rüberguckt auf die andere Straßenseite links von der Brücke, diese beiden Altbauten werden abgerissen oder abgebrochen. Wenn das Recht und Gesetz sein soll, was unser Leben zerstört, dann haben wir ein Recht, dieses Recht und Gesetz zu brechen. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Tief durchatmen und den Panzer der Normalität sprengen. Yeah. Yeah. Jesus.
aus, wenn die Künstler auf der Bühne stehen, die gucken halt auf die Kreuzung, auf diese Brücke drauf. Das ist halt wahnsinnig schön. Wanna go home? How long will it take you to learn there's none? You're a sister, a brother. Ich möchte jetzt einmal kurz Rasmus zu mir bitten. Rasmus ist hier im Hintergrund in der einen oder anderen Ecke immer wieder mit seiner Kamera unterwegs. Und warum er das eigentlich macht, das wird er uns jetzt selber erzählen. Rasmus. Ja, also ich unterstütze sehr gerne diese Initiative, weil ich selber ein Anwohner war. Ich habe genau hier hinter uns in dem Eckhaus Wohlersallee ganz lange gewohnt und habe immer mitbekommen, die Eisenbahn, die hier rüberfuhr und so. Und wir haben dann Schallschutz für unsere Fenster gebaut. Und nachts haben diese Güterzüge, die kamen immer aus Schweden mit ganz viel Eisenerz, das hat hier alles so zum Zittern gebracht und so. Und dann hatten wir früher mal die Idee gehabt, man könnte doch hier vielleicht einen Tunnel bauen für die Eisenbahn. Und das haben wir auch versucht in die Politik zu bringen, das hat damals nicht geklappt. Und jetzt hatte ich die Idee, sozusagen noch im letzten Moment, bevor hier die letzte Eisenbahn abgefahren ist, nochmal diese Idee irgendwie zu präsentieren, ob das nicht vielleicht viel schöner wäre, wenn hier ein Tunnel wäre, statt einer Brücke. Und das wollte ich einfach kurz mal als meine Privatmeinung hier als Anwohner loswerden. Kein klassisches Donnerstags-Kreiselkonzert, sondern ein Videoshooting mit der Techno-Marching-Band Die Meute am 18. Oktober 2023. Sternbrücke bleibt.
dass ich Bernd nicht hier gesehen habe. Hier. Danke dir. Dankeschön, es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr die Sache hier unterstützt. Sie ist wichtig. Immer weiter laut bleiben, immer solidarisch bleiben. Dankeschön.